So, im dritten und letzten Teil des kleinen Exkurses Richtung Photoshop dann noch ein weiteres nettes Plugin, das uns in vielen Fällen sicherlich ganz gut behilflich sein kann. Für einige von euch haben es vielleicht schon im ersten oder zweiten Video vorbeiflitzen sehen, nämlich das Flammen-Plugin, auch früher bei CS6 unter den Mustern, meine ich, zu finden. Ich weiß es aber nicht genau, wie gesagt, ich kenne es ja auch eben noch nicht so lang. Und ihr seht schon hier, ich habe es jetzt direkt sofort auch wieder falsch angeklickt, während ich hier so am Labern bin. Also ihr braucht für dieses Plugin, um das einsetzen zu können, einen Pfad, den ihr dann halt auswählen müsst. Das heißt, in meinem Fall, ja, sagen wir mal, will ich mal jetzt hier so ein bisschen um die Pepperoni rum da ein bisschen Alarm machen. Das heißt also, ich schnapp mir hier mal eben das Pfadwerkzeug. Und ziehe da jetzt mal eben so, das ist jetzt nicht der schönste Pfad, er tut aber seinen Zweck. In diesem Fall dann jetzt wieder auf Filter, Renderfilter und dann Flamme. Und jetzt seht ihr schon, er lädt wieder und jetzt geht wieder ein ähnlicher Dialog auf, wie aus dem Baumbereich. Das heißt, also, ihr seht, ihr habt hier die Möglichkeit, mehrere Flammenoptionen auszuwählen, wie sich eure Flammen verhalten sollen. Also da müsst ihr mal gucken, auf welche Situation es bei euch am besten passt. Also müsst ihr jetzt auch mal gucken, welche nehme ich. Ja, ne, das passt natürlich jetzt gar nicht. Da würde ich mich jetzt mal so durchklicken und ihr habt dann hier. Ah, ist auch scheiße. Ihr seht aber schon, also es ist ein recht rechenintensives Plugin. Ich habe es auch gemerkt, dass es also, obwohl ich eigentlich gedacht hätte, dass der Baum deutlich mehr Ressourcen frisst aufgrund dieser vielen kleinen Blätter, wie auch immer die jetzt da gemacht werden. Aber nein, also hier das Feuer-Plugin, je nachdem, wie groß eure Datei ist, euer Dokument, und je nachdem, wie extrem ihr hier an den Werten dreht und was ihr da für Flammen raushaut, kann es durchaus dazu kommen, das hatte ich in meinem Fall schon, und ich habe einen Xeon 8-Kern mit 32 GB RAM und eine K4000-Grafikkarte, und trotzdem, also das ist ja mit Sicherheit nicht mehr der allerneueste, aber trotzdem mega schnell und vor allem darauf ausgelegt, und trotzdem hat er fast 2 Minuten gebraucht, um mir das auszurechnen. Also es ist echt intensiv. Ja, ich weiß noch nicht, da ist mir im Moment selbst noch nicht so ganz klar, wie man das gegebenenfalls auf richtig große Bilder anwenden könnte, wenn man es denn braucht. Ich denke mal, wahrscheinlich müsste man in diesem Fall hingehen und den Pfad auf mehrere kleine Teilstücke aufteilen. Also das heißt, in Schnipsel zerschneiden und dann halt diese Einstellungen, die man hier einmal anwendet, kann man ja unter den Vorgaben dann abspeichern. So, das heißt, ihr könntet theoretisch mit Hilfe der Vorgabe und dann, ja, ist halt auch wieder ein kleines bisschen Arbeit, ne? Dann halt also quasi also einen Feuerpfad in dem großen Dokument Stück für Stück dann der Reihe nach rausspeichern, falls euer Rechner tatsächlich nicht in der Lage sein sollte, diesen großen Pfad auf einmal dann mit dem Feuer zu füllen. Wir können ja mal eben kurz ein bisschen was einstellen. Ich habe jetzt mal die Breite auf volle Granate gezogen, ihr seht, und er ist schon wieder am Rödeln wie Sau. Sieht aber auch scheiße aus, kann man aber gegebenenfalls eine Explosion mal irgendwie noch draus machen oder so. Fakt ist, ab und zu braucht man sowas, ja. Und ab und zu, wenn man das braucht, also in meinen Fällen war es dann meistens auch so, dass ich dann auch nicht mal unbedingt ein fotorealistisches Feuer gebraucht hätte, sondern nur irgendwas, was so aussieht, dass ich das dann noch so irgendwie mit einbauen kann. Und diesen Zweck erfüllt es auf jeden Fall allemal. Und auch hier sage ich wieder, wie schon in meinem letzten Video, ich glaube, da hängt es auch wieder ganz extrem davon ab, was ihr, wie lange oder was ihr euch da einstellt. Da kann man mit Sicherheit eine ganze Menge rausholen und das ist sicherlich auch eine gute Grundlage für irgendwelche Composings, wo man dann, und wenn man es nur nimmt, um die Farben zu erzeugen oder um gegebenenfalls daraus Pinsel zu machen, wie auch immer. Aber ich finde es eine ganz nette Sache auch für irgendwelche anderen verschiedenen Muster, mit denen dann hier noch rumeiern kann. Und ja, ich mache jetzt hier mal nicht mehr jetzt allzu lang, weil was soll ich da jetzt noch großartig euch zeigen? Ihr seht's, hier kann ich Flammenstil und Flammenform noch anpassen, eigene Farben noch nutzen und einstellen, dass es meinetwegen dann auch blau sein soll. Hier unten seht ihr da auch, dass ich natürlich, wenn ich will, auch dann weniger Qualität einstellen kann. Aber ich glaube, in diesem Fall müsste ich jetzt mal testen, habe ich noch nicht, ob das, wie deutlich die Unterschiede jetzt sichtbar sind. Aber in diesem Fall würde ich wahrscheinlich zuliebe der Qualität dann lieber in mehreren Teilstücken exportieren, als
schlechter aufgelöst oder so, wie auch immer, keine Ahnung. Aber ihr seht schon, wenn ich das hier unten etwas runterstelle, kann ich zumindest hier, wenn ich diese Einstellung vornehme, das Ganze meine Entwurfsqualität eben rausrechnen lassen, um ein bisschen schneller zu sehen, ob das, was ich da einstelle, überhaupt auch nur ansatzweise in die Richtung geht. Weil irgendwann wird es nämlich nervig, da ich habe den Knopf am Anfang da unten nicht gesehen. Und irgendwann wird es tatsächlich nervig, wenn ihr dann da was einstellt und auf jede Einstellung echt dann irgendwann zum Schluss eine halbe Minute oder 45 Sekunden warten müsst. Dann macht es tatsächlich so keinen Spaß mehr. Von daher dieser Knopf hier unten sehr zu empfehlen. Stellt dann ruhig da auf Entwurf. Das reicht definitiv, um sich erstmal einen ersten Blick zu verschaffen. Und ja, dann wünsche ich euch frohes Drehen an dieser Stelle. Vielleicht ganz interessant an dieser, vielleicht noch ein, hier, ach guck mal hier. Ja, seht aber, hier oben ist es nicht ganz so cool geworden. Also da muss man noch ein bisschen tweaken, habe ich halt noch Scheiße gebaut. Aber das kann man mit Sicherheit alles ordentlich und nett noch hinbiegen. Hier habe ich schon mal so ein bisschen rumprobiert und habe mal versucht mit so einer 3D-Schrift, aber ich hatte irgendwann jetzt auch keine Lust mehr, mich da wieder richtig reinzufummeln, vor allem, weil ich halt ganz genau weiß, das ist ein mal eben irgendwo runtergeladenes Bild, eh nicht benutzen können. Gebrauchen kann ich jetzt sowieso gerade nicht. Ich habe nämlich keinen Pepperoni-Händler. Das heißt, also habe ich auch keinen Bock, da stundenlange Arbeit reinzustecken. Auch hier habt ihr gesehen, was ich zeigen wollte. Und zu guter Letzt noch ganz kurz am Rande noch da dazu geschmissen, weil es irgendwie thematisch so ein bisschen zusammengehört, weil ich im Grunde deshalb erst auf diesen ganzen Kram hier gekommen bin. Wie gesagt, ich habe es mehrfach jetzt erwähnt, dass diese Grundlage wohl so schon in der CS6 definitiv mit drin war und dass die aber unter einem ganz anderen Bereich zu finden waren, eben unter den Mustern. Das heißt auch unter Fläche füllen und dann mit diese Fläche mit einem Muster füllen. Und von dort aus sind sie jetzt, wie gesagt, in die Renderfilter gewandert. Aber ein weiterer Filter ist trotzdem in den bei den Mustern dort ganz normal geblieben. Also diese Füllung per Skript gibt es hier unten nach wie vor. Hier oben die, auf die gehe ich jetzt mal gar nicht so gesondert ein. Was mich halt besonders interessiert, sind Spirale und die symmetrische Füllung, weil ihr hiermit dann auch quasi generische Muster, also ach ja klar, ich sollte natürlich auch irgendwas benutzen hier. Aber ihr könnt hiermit dann quasi, wenn ihr, je nachdem welchen Bildteil ihr auswählt, dann auch generische Muster erzeugen. So, ich nehme jetzt einfach mal hier, obwohl, warte mal, das ist eigentlich scheiße, um das zu zeigen, das Bild hier. Ich gehe mal lieber in dieses rein. Das heißt, wir nehmen jetzt mal eben, ja, nehmen wir meinetwegen noch mal eben den Baum. Es macht zwar auch keinen Sinn gerade, aber ich denke, wir können es dann nachvollziehen. Und kann dann hier an dieser Stelle das nun quasi über diesen symmetrischen Mustergenerator, sage ich jetzt mal, füllen. Das heißt, im Moment macht es natürlich grundsätzlich so keinen Sinn, aber ihr seht schon, ich glaube, ihr könnt jetzt anhand dieses Baumbildes sehen, was dann daraus wird. Ihr könnt dann da auch gegebenenfalls ganz nette Fotoeffekte oder was weiß ich für so Doppelungseffekte erzeugen, wie auch immer. Aber ihr seht auch, ihr habt hier oben dann auch nochmal wieder unzählige Möglichkeiten, eure Formen oder diese Darstellung, wie das Ganze rausgerechnet wird, auf welche Berechnungsmethode oder wie auch immer, sage ich jetzt mal, oder auf welcher Symmetriemethode das Ganze jetzt beruht, das könnt ihr hier dann einstellen und bekommt dann in diesem Fall zum Beispiel so lustige Sachen hier. Also ich sag mal, rein theoretisch könnten wir jetzt auch noch was Vernünftiges mit den Dingen machen. Müssen wir aber nicht. Denn wir können auch einfach ein bisschen Käse machen. Ich nehme hier direkt ein paar mehr Viecher eben auf die Schnelle. Ich sag mal so, das Beispiel, was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, macht nicht ganz so viel Sinn. Ich habe jetzt auch keinen Bock, die alle auseinanderzuschneiden, weil das zu lang dauert. Aber ihr wisst, wo ich hinaus will, man kann, worauf ich hinaus will, man will, kann jetzt dieser hier zusammenfassen, größer, kleiner machen, wie auch immer. Und die dann auch randomized geben, gegebenenfalls über dieses Bild dann drüber seppeln lassen. Wer weiß, was man damit noch dann so anstellen kann. Da sind jetzt nur so grobe Ideen, ich weiß, das ist jetzt auch noch Quatsch. Man könnte auch hier ausprobieren. Das habe ich jetzt, ist mir gerade mal eingefallen. Da mal einfach so einen bunten Verlauf drüber. Dann auf Rauschen. Machen wir den hier.
Genau. Ja, okay, können wir ja erstmal so lassen. Davon könnte man ja jetzt gegebenenfalls 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 machen oder wie auch immer. Man kann jetzt halt dann da, das wäre jetzt zum Beispiel so eine Sache, wofür er dann tatsächlich wieder Sinn machen würde, um da gegebenenfalls tatsächlich irgendwelche interessanten Patterns zu gestalten, dass man sich das hier dann jetzt benutzt und dann an dieser Stelle, ups, auf einer neuen Ebene wieder einfügt. Na, mach's mal einfach über den Baum drüber. Heißt also wieder die Musterfüllung. Wir nehmen nochmal die symmetrische Musterfüllung und diesmal dann jetzt hier unseren Verlauf von gerade. Und da kann man jetzt auch mal so ein bisschen einfach mit rumprobieren, wie man da noch irgendwas mitmachen kann. Also hier. Oh, ach ja, okay, stimmt, ja klar. Ich habe jetzt so den Baum da tatsächlich wohl mit bemalt, weil der ja als einzelnes da war. Aber es ist jetzt ja auch ein nicht gewollter, aber vielleicht lustiger Effekt. Ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will, macht also da dann deutlich mehr Sinn als bei irgendwelchen anderen Sachen, da tatsächlich hundertprozentig so einen genauen, aktuellen, richtigen Einsatz. Punkt dafür hätte ich noch nicht jetzt direkt akut. Ich hatte schon so Ideen, dass man eben gegebenenfalls damit viele Bilder dann random irgendwie auf die Bühne schmeißen könnte. Das geht aber tatsächlich auch nicht, weil ich ja schon vorher gezwungen bin, mein Muster zum Benutzen später irgendwie festzulegen. Ja, würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere dazu eine Meinung oder eine Idee hat, weil da geht's für mich jetzt nicht weiter gerade aktuell. Ich wüsste jetzt keine Einsatzmethode. Vielleicht kann einer von euch sagen, hör mal, ey, das ist das Geilste, was ich jemals gesehen habe. Ich benutze jetzt nur noch das. Ach, guck mal hier, sehen wir jetzt, nehmen wir mal die andere. Da können wir so auch nochmal so komische verschwurbelte Muster erzeugen mit der Spirale. Das heißt, ihr seht, ich habe jetzt hier tatsächlich an dieser Stelle mal ein Muster genommen, was ich eigentlich, das habe ich mir schon mal irgendwann für eine Webseite erstellt. Das ist also ein Muster, was ich eigentlich, ja, was eigentlich kachelbar ist, wie ihr hier seht. Und wenn ich das dann durch diesen Mustergenerator jage, dann habt ihr ja auch gesehen, was rauskommt. Also ist vielleicht ganz nett. Wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere von euch dazu eine Meinung hat und mir sagen kann, für welchen Anwendungsbereich das bei ihm akut Sinn machen würde, dann erschließt sich das mir vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Also ist schon, ich weiß grundsätzlich schon, was ich damit halt machen kann, aber ja, was soll ich jetzt mit dieser Form? Ist ja ganz funny, aber naja, gut, wie gesagt, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich will jetzt hier auch nicht noch großartig länger rumeiern und eure Zeit klauen mit irgendwelchen Dingen, die gar nicht so hübsch sind. Denkt euch was aus, lasst was von euch hören. Ich danke fürs Zuschauen. Lasst einen Kommentar, ob euch das Ganze gefallen hat oder nicht. Heute mal ein bisschen, wie gesagt, deutlich einfachere Themen, etwas weniger zu erzählen und deutlich weniger Kopfqualm bei den Zuhörern. Vielen Dank und tschüss.